YouTube-Shorts mit 3 Minuten länger. Vertikale Videos, die sind für heute angekündigt im 15.10.2024. Man will damit erreichen, dass die Shorts länger werden, dass sie nicht nur 1 Minute sind, sondern dass sie bis maximal 3 Minuten gehen, dass man dadurch ein bisschen mehr Vielfalt hat und auch mehr kreative Freiheit gibt. Und natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass TikTok auch auf längere Formate geht. Und ja, jetzt warten alle drauf. Ich habe es heute auch schon probiert, ein 3-minütiges Short hochzuladen und war enttäuscht, weil es ging nicht. Jetzt hat sich vor einer Stunde René Ritschi gemeldet und der hat sich auf X gemeldet. René Ritschi ist sowas wie ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. YouTube-Liaison heißt es offiziell im Amerikanischen, aber man kann sagen, so ein bisschen wie ein Markenbotschafter für YouTube in Amerika. Und der hat Folgendes geschrieben. Und ich nehme auch gleich mal die Übersetzung. Ich zeige es euch hier auf X. Hier oben seht ihr ihn, YouTube-Liaison. Das könnt ihr auch mal abonnieren. Schadet nicht. Und jetzt steht hier, es übersetzt. Das habe ich mit Google übersetzen lassen. Du kannst jetzt mit dem Hochladen von 3-minütigen Kurzfilmen beginnen. Sie werden nicht sofort als Shorts angezeigt. Das heißt also, was wir gemacht haben, dass wir hochgeladen haben und dann hat man immer noch ein normales Longform. Das scheint normal zu sein. Dann geht es weiter. 3-minütige Shorts sollen innerhalb von einer Woche im Feed angezeigt werden. Heißt also, es dauert noch ein bisschen und es wird noch länger dauern, bis überall auf YouTube als Shorts angezeigt werden. Viele Systeme müssen aktualisiert werden. Es kann einem auch eine Weile dauern, bis der Empfehlungsalgorithmus lernt, wie man kurze Shorts mit langen Shorts in einzelnen Feeds ausgleicht. Erwarten Sie also keine Überlieferung von Early Movern. Das ist das, also wenn wir sagen, wir sind die Ersten, die jetzt ein 3-minütiges Short hochlehnen, dass wir da natürlich mehr Chancen haben. Das scheint nicht so zu sein. Und es gibt einen neuen Post, der kurz danach kam von René Ritschi. Und dann gucken wir mal, was wir da noch finden. Ne? Und das ist jetzt hier. Und zwar 3-Minuten-Kurzfilme werden sich für die nächste Zeit wie Langformat-Videos verhalten. Das heißt, die Systeme müssen aktualisiert werden. Also er sagt auf gut Deutsch, geduldet euch noch ein bisschen, ladet es schon hoch. Und das Ganze möchte ich euch jetzt an dieser Stelle einfach nur sagen und einfach mitteilen. Das ist jetzt wirklich konkret und ganz aktuell. Ihr seht, das ist 6.26 Uhr nachmittags. Also das heißt, das ist vor 10 Minuten gekommen und wir haben es jetzt hier in Deutschland 18.36 Uhr. Und das ist ja die deutsche Zeit, die uns hier anzeigt. Das heißt also, es dauert noch ein bisschen. Wenn ihr euch informieren wollt, das könnt ihr machen bei René Ritschi und auch bei YouTube-Liaison. Das ist so, wie gesagt, so ein bisschen der Markenbotschafter von YouTube in den USA. Der ist auch mal auf den ganz großen Konferenzen mit dabei. Das vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema YouTube-Shorts bis 3 Minuten.